So, und willkommen zurück. Wir machen erstmal den ganzen Sand weg. Jetzt habe ich auch eine gerade Anzahl an Sand. Das heißt, ich kriege das Inventar mit Sand komplett leer. Ist immer ärgerlich, wenn da mal ein Sand übrig bleibt und man noch eine Schaufel nehmen muss. So, zack. Das heißt, wir haben jetzt auch genug Glas. Zack, 60% Gewicht. Weil ihr gleich hier bleiben könnt und gucken könnt. Oh, das ist ärgerlich. So, eins, zwei. Jetzt haben wir genug Glas. Nee, immer noch. Oh, das war Panne. Das war Panne. So. Zack. Jetzt haben wir genug Glas. Wir haben genug Plastik. Das Einzige, was fehlt, ist Rubber. Und Rubber machen wir jetzt auf den Weg und holen uns einmal Rubber. Rubble, Rubber. So, das sind alles die Barrels. Das hier ist ein Hydrogen Barrel. Rubber haben wir exakt einen von XY. Also nicht so viel. Und Steel ist genau hier. Hier sind die Ressourcen. Da ist das. Da ist die komische Pflanze. Ich weiß nicht, was das heißt. Nutrition. Nutrition. Bin jetzt schneller oder was? Keine Ahnung. Ich mache mal die Taschenlampe an. Taschenlampe hat übrigens begrenzte Batterieanzeige. Wir haben noch 63% Energie für die Taschenlampe. Ohne Taschenlampe ist es übrigens ziemlich scheiße. So, Personal Assistant, follow. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg. Halt. War doof. Wir machen noch einmal einen Abstecher. Und packen einmal nochmal das Metall raus und die Dingens hier. Und vor allem Human Waste vor allem. War ja Tree Bark. Machen wir mal rauspacken. Weil ich noch nicht rausgefunden habe, wozu der gut sein soll. Irgendwie craft different items. Aber welche auch immer. So, wir haben 46% erst ausgelastet vom Inventory. Und wir geben uns mal mit Radar auf die Suche nach Rubber. Denn es gibt hier sogenannte Gummibäume. Das heißt, die müsst ihr ankloppen und dann fällt immer Rubber runter. Und ihr bekommt Rubber ohne Ende. Alternativ kann man auch Rubber herstellen. Das allerdings ist ressourcenaufwendig, deswegen würde ich es vorziehen, die Rubberbäume zu suchen. So, Spawn Position wird uns weiterhin angezeigt. Als, ne, so wir können verschiedenes durchschalten übrigens. Inflatable Dome, Hydrogen, Spawn Position und Osiris Mission Personal Assistant, Inflatable Dome, Spawn Position. Ich lasse mal Spawn Position eingestellt. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Lead als Ressource. Wir sahen eigentlich gerade wieder einen Meteoriten runterkommen. Und auf eine Sache müssen wir aufpassen, wenn wir ein gewisses Areal erreichen, denn ich weiß nicht, ob der große Sandwurm auch ausgeschaltet wurde, wenn ich die Aliens ausgeschaltet habe. Oh, guck mal, was wir da hinten haben. Ist das wohl Oxygen? Es macht ganz den Eindruck, als wäre das Oxygen. Robbie. Gut, Robbie kommt hinterher. Ich lasse den Marker mal auf Robbie eingestellt, weil dann weiß ich, ob Robbie Probleme hat nachzukommen oder nicht. Jawohl. Oxygen. Geysir. Sehr schön. Oh, halt, das war ein Hydrogen. Pam. Und Sauerstoff aufgefüllt. So. Einmal austauschen, einmal auch auffüllen. Sehr schön. Und auch der wird jetzt aufgefüllt. Zack. Robby. Du darfst mal den Rest tragen. Jetzt leere bald mal nochmal hier. Und dann gehen wir weiter, Robby. Ne, gehen wir weiter. So, was hätten wir da noch? Magnesium, haben wir alles. Base Metal. Resource haben wir alles.
Und wo kommen wir jetzt hin? Ach so, genau. Ein großer Felsen wieder im Weg. Schalt mal um, Inflatable Dome, wir kommen von da. Weil ungefähr habe ich eine Ahnung, in welche Richtung wir uns halten müssen. Die Karte ist auch relativ groß, vor allem wenn man noch zu Fuß unterwegs ist. Und irgendwo müssten hier sogar Solararrays stehen. Eine verlassene Solaranlage. Aber das ist alles nur ein Müsste, hätte, würde, könnte, sollen. Robby. Da kommt er. Feiner Junge. Feiner Junge. Ich hoffe, man kann mit den Robotern, die man sich noch bauen kann, irgendwas mit Mining machen. Also, dass man die darauf ansetzt, dass sie von selber irgendwie da herumdoktern und, ne? Verstehst schon, was ich meine. Dass die sich da halt die Ressourcen selber holen, dass man sich das zumindest mal sparen kann. Das wäre extrem cool. Was haben wir denn alles? Magnesium, Kupfer, Plutonium, Titanium. Das ist irgendwie alles nicht so, was man braucht, ne? So, da hinten sind ganz viele Bäume. Das sieht schon mal gut aus. Bewegen uns auf dem richtigen Weg. Ich habe den Eindruck, früher war das mit den Jetpack-Schuhen schneller. Gefühlt war das früher schneller. Heute sind sie ein bisschen lahmarschig geworden, aber egal. So, in der Nacht ist es nicht so warm. Ich denke, wir können kurz ein bisschen laufen. Und das Jetpack ist echt hilfreich, wenn man versucht, irgendwie hier diese Wände hochzukommen. Und der Sandsturm ist echt nervig. Echt nervig. So. Wir gehen nochmal auf den Kamm einfach weiter entlang. So, Schwertblume hätten wir wieder, brauche ich aber nicht einsammeln, haben wir da hinten auch. Komische Bäume. Wir haben Berry Trees. Was seid ihr? Ach, Bark Trees. Ne, die haben wir da drüben auch, die brauchen wir nicht. Berry Trees geben übrigens Beeren. Mit denen könnt ihr auch was craften, die könnt ihr auch essen. Und in der Küche kann man damit bestimmt was zubereiten, aber ich weiß nicht was. So, dann haben wir wieder Sauerstoffquelle. Blue Blades, blau klingen. Ich hoffe mal, die haben die Gummibäume nicht rausgenommen, sonst laufe ich hier dumm rum wie ein Doofer und finde nichts. Wäre nicht so cool. Das ist kein Krater, was ist da hinten? Da hinten sind die Sauerstoffquellen, genau. Base Metal. Gehen wir mal zur Richtung Sauerstoffquelle. Robi. Kommt Robi noch? Schlimmsten Fall ist Robby gerade stehen geblieben. Das wollen wir nicht hoffen. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Wir haben ja seine Position, das ist relativ gut. So, mal kurz gucken, was die Batterie sagt, weil die hält tatsächlich nicht unendlich und ich habe keine Ersatzbatterien mit, schlauerweise. Ich würde das Licht gerne fürs Stockdunkel gebrauchen, wenn man dann wirklich in Gefahr ist, dass man irgendwo in irgendwelche Stachelviecher reinläuft. Okay.
Ein sehr unwürdiger Planet. So, da hinten geht's auch noch weiter. Wir müssten uns jetzt einem gewissen Krater nähern, der nicht so cool ist. Im Sinne von gefährlich. Hier sind wieder diese Kackstachelviecher, die ich gerade hoffentlich nicht reinlaufe. Es wird dunkler, gefühlt. Dann sind wieder Bäume. Mal kurz gucken. Nur Blumen, okay. Bin ich mit einverstanden? Robbie? Muss doch nochmal kurz gucken. Ach, Robbie kommt hinterher. Alles klar, okay. Er versucht es zumindest. Alles klar. Gut, da sind wieder Sachen aus dem Gürtel rausgefallen. Jetzt muss ich wieder Licht anschalten, verdammte Kacke. Hätte ich mal nicht hier gewartet. Das Tolle ist, wenn man Ressourcen einschaltet, also wenn man hohe Ressourcenanzahl einschaltet, ihr habt das Ganze relativ nah beieinander. So im normalen Einstellungsmodus hat die Map zumindest an sich immer bestimmte Bereiche, in denen sich etwas finden lässt und wiederum andere Sachen dann in anderen Bereichen und so weiter und so fort. Und ja, Problem dabei ist halt bloß, wir gehen nochmal kurz Hydrogen mitnehmen. Problem dabei ist bloß, teilweise sind die echt weit weg. Echt richtig weit weg. Boah, nee, Freunde. Freunde der Kunst. Nicht mit mir. So, können wir nochmal ein Hydrogen Barrel voll machen. So, trotzdem erst 30% Inventar belegt. Das ist Rülpserchen, das ist. Du Scheiße, was ist denn da los? Ich kenne das nicht. Ich kenne das echt nicht. Was zur Hölle? Sieht ja fast nach einem Fehler aus, wenn man jetzt hier runtergehen will. Ach je. Was ist das? Wo kommt das her? Korallen? Okay. Die Koralle will nicht, die ist nicht so ganz Korall. Im Gold. Okay. Oh mein fucking Gott, wo bin ich? Es ist mir etwas suspekt, muss ich gestehen. Fungus. Keine Lampen inside von Caves, also keine Lampen in Höhlen bauen. Das ist nicht möglich. Was zur Hölle ist Fungus?
giftig. Items for Chemistry. Okay. Copper. Lithium. Robby? So eine große Höhle, ne? Ich bin echt etwas misstrauisch. Das ist natürlich auch gut. Batterie fast am Arsch. Nicht, dass das hier so ein Schlafplatz von so einem Riesenwurm ist. Musik, hör auf! Andererseits, hier passt der Riesenwurm gar nicht mehr durch. Licht! Hey, ist das der Licht? Bin ich? Okay, das ist Höhle. Kann ich ein Bacon setzen? Nein, natürlich nicht. Müsste ich erst craften. Super. Toll. Passt ja. Ist hier nichts? Ist hier nicht nichts? Nichts? Echt gar nichts? Ich war noch nie so weit draußen. Müsste doch gleich vielleicht irgendwo eine Kante kommen oder sowas. Ach, hier oder was? Was dann runter geht und wo einfach nichts ist. Wir gehen da hin, da sind noch Ressourcen. So in der Richtung. Ein bisschen scary. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin, ehrlich gesagt. Ich wusste, wie gesagt, ich wusste absolut nicht, dass es hier Höhlen gibt. Und wo ist eigentlich, gut, Robby findet uns. Hey, da ist meine Spawn-Position. Bin ich vollkommen verwirrt. Wohl nö, passt einigermaßen. Doch irgendwo in die richtige Richtung gelaufen, glaube ich. Lead. Okay. Ich will gerne einmal den Felsen umrunden, weil ich will wieder irgendwas haben. Ja, wir kommen wieder in die Ressourcengegend. Ja, nix der Overheat. Bäumchen. Nice, wir haben wieder was. Wir sehen wieder was. Aber es sind nicht die Bäume, die ich will. Himmel, Herrgott, wo waren die Gummibäume? Rabatrice. Na, 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 na. Boah, großer Brocken. Da gibt es zwar Ressourcen, aber... Also hier wäre übrigens auch wieder so eine Baufläche. So in der Theorie.
Ne, so glatte, ebene Fläche. So, was ist das denn? Ach so, Swordleaves wieder. Ah, nicht schon wieder. Wir gehen einmal über den Kuppe. Über den Kuppe. Gut Deutsch, über die Kuppe. Und was wir dahinter finden, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.